Liebe Zuschauer, Sie werden es wohl erkannt haben, hinter mir befindet sich die Abteikirche Maria Laach. Und auch hier dreht es sich rund ums Handwerk. Denn um das Kloster herum sind mehrere Handwerksbetriebe, unter anderem eine Glockengießerei und eine Schlosserei. Und das Besondere hierbei ist, dass hier der erste Sieger des Leistungswettbewerbs auf Bundesebene ausgebildet wurde. Und dem haben wir mal über die Schulter geschaut. Und nicht nur über die Schulter. So sieht er aus, Deutschlands bester Schmied. David Buhr wurde in den Kunstwerkstätten Maria Laach ausgebildet, einem Ort mit Geschichte, die auch durch handwerkliche Fertigung geprägt wurde. Ja, wir arbeiten in kirchlichen Räumen, aber wir arbeiten auch im profanen Bereich. Die Schmiede besteht etwa seit gut 30 Jahren als Schmiede und wir haben sehr viel Erfolg, wie Sie ja jetzt sehen, mit jungen Leuten, die wir ausbilden. Ein Erfolg, der sich nun auch im Bundessieg eines jungen Mannes widerspiegelt, dessen Ausbilder Edgar Rader maßgeblichen Anteil daran hat. Die außergewöhnlichen Leistungen seines Lehrlings erklärt der Handwerksmeister der Klosterschmiede so. Man muss schon ein bisschen Talent haben, klar. Man muss natürlich auch Interesse haben. Talent und Interesse, das gehört irgendwo zusammen. Wenn einer Talent hat und hat kein Interesse, dann bringt das auch nichts. In vielen Leuten sind versteckte Talente. Jeder ist halt anders. Und Herr Buhr, muss sagen, klasse. Und auch der Sieger selbst hat durchweg gute Erinnerungen an seinen ungewöhnlichen Ausbildungsbetrieb. Es war schön, ja, ich habe die Zeit sehr genossen und auch sehr viel menschlich gelernt. Und habe die Zeit in guter Erinnerung. Sich auf dem Erreichten ausruhen, das kommt für David Buhr nicht in Frage, der übrigens einen von 5 Bundessiegen ins nördliche Rheinland-Pfalz holte. In seiner weiteren beruflichen Planung spielt die Qualifizierung eine wichtige Rolle. Ich möchte mich gerne weiterbilden. Dazu gehört die Meisterprüfung, Schweißfachmann, Restaurator. Also es gibt viele denkbare Möglichkeiten. Das werde ich jetzt in Angriff nehmen. Trotz dieser Planungen außerhalb der Klostermauern schaut Bundessieger Buhr noch immer gerne in der Schmiede vorbei und packt hier mit zu. Spaß am Handwerk, die Liebe zur Metallgestaltung und nicht zuletzt das menschliche Miteinander sind gute Gründe. Wir sind stolz darauf, dass die jungen Menschen sich zunächst einmal sehr wohl fühlen bei uns. Und sie sind sehr gerne hier. Sie fühlen sich gerade stolz, dass unter den Türmen der Abteikirche ein solches Handwerk mit großem Einsatz lernen können. Von der Schlosserei nun zur Glockengießerei. Es dauert ganze 3 Wochen, um aus solch einem Rohling eine fertige Glocke herzustellen. Und das Gießen der Glocke, das haben wir für Sie mal beobachtet. Handwerk und Maria Laach. Das ist eine Verbindung, die auch in der klostereigenen Glockengießerei Tradition hat. Mit seiner Arbeit sorgt hier Bruder Michael für die richtigen Klänge, die ihren Ursprung in seiner Werkstatt zwischen Hochofen und Gussform haben. Das Schöne ist einmal die Vielseitigkeit. Es ist Kunsthandwerk, es ist Gießerei, dann der Umgang mit den Menschen, mit denen man zu tun hat. Es ist eine schöpferische Tätigkeit. Eine schöpferische Tätigkeit, an deren Ende das Gießen der Glocken steht. Je nach Größe geht diesem finalen Akt allerdings eine wochenlange Vorbereitung voraus. Ja, wir müssen eine Schablone zeichnen, mit der der Ton und das Gewicht der Glocke festgelegt wird. Mit dieser Schablone wird dann aus Lehm, Ziegelsteinen, Pferdemist und anderen Zusätzen die Form hergestellt in vielen Arbeitsgängen, die immer wieder Trockenzeiten brauchen und deswegen die lange Fertigungszeit. Nach 3-4 Wochen ist es dann soweit. Die Bronze wird bei 1110 Grad im Hochofen flüssig und über eine speziell getrocknete Steinrinne in den unterirdisch gefertigten Glockenkörper eingelassen. Routine kommt dabei nicht auf. Jede Glocke ist ein Unikat. Und auch der eigentliche Gussvorgang hat mit der Massenfertigung nichts zu tun. Unangenehme Überraschungen eingeschlossen. Es riecht nach Feuchtigkeit, die irgendwo unerlaubterweise da war. Aber ob das jetzt wirklich so ist oder ob die Form einen Haarriss hatte, das können wir erst feststellen, wenn die ausgegraben ist. In 7 Wochen wird dann voraussichtlich der nächste Versuch gestartet. Und wir werden natürlich dabei sein und die Daumen drücken. So viel von hier aus Maria Laach. Jetzt geht es weiter im Programm von TV.